Florina Rösch, Sie sind an der World Skills in Abu Dhabi die beste europäische Teilnehmerin geworden als Bekleidungsgestalterin. Jetzt, wie sind die vergangenen Tage gewesen? Ja, für mich ist es ein wahnsinniges Erlebnis gewesen, wo wirklich Spass gemacht hat, wo teilweise auch streng war. Aber es wird mir in Erinnerung geblieben und es war genial gewesen. Was haben Sie die letzten Tage erlebt, seit Sie wieder retour sind? Vielleicht mit Freunden und Familie? Ja, also eben, als ich heimgekommen bin, war der Event, der Welcome-Event, wo wir alle empfangen haben. Dann haben wir natürlich noch etwas gefeiert. Und jetzt bin ich wieder zurück im Alltag. Ja. Wie haben Sie die Aufgabe und den Wettkampf, wie haben Sie sich auf die vorbereitet? Also ich hatte wirklich einen Tag in der Woche frei, wo ich mich spezifisch auch darauf vorbereiten konnte. Ich hatte eine Expertin, die mit mir die Module durchgemacht hat. Wir hatten 3 Trainingsphasen, wo wir wirklich den Durchgang gemacht haben. Was waren die grössten Herausforderungen am Event selber und wie konnten Sie sie meistern? Also es war wirklich, dass viele Kameras rundherum waren, dass viele Schüler schauen konnten. Und man ist dann wirklich näher bei denen zu. Und da muss man sich wirklich dann auch auf sich selber fokussieren. Musik hören habe ich nicht dürfen. Ich habe dann einfach Oropax rein tun, dass ich, ja, dass ich bei mir selber bleibe. Ja. Jetzt, wenn Sie in Zukunft schauen, wie geht es weiter mit dieser Auszeichnung, die Sie da bekommen haben? Was eröffnet das für Perspektiven für Sie? Also ich werde sicher auf dem Beruf weiterarbeiten. Das Ziel ist auch, dass ich noch eine Weiterbildung machen werde. Dass ich noch weiterkomme, sei es in Schnitttechnik oder ja. Und ich würde halt auch gerne das Wissen weitergeben. Irgendwie in Einkurs oder ja, mal schauen. Inwiefern hat Sie St. Gallen inspiriert mit seiner Textilgeschichte? Ja, also ich arbeite hier in der Manufaktur St. Gallen. Das ist ein Betrieb, wo man sehr viel mit den Stickereien zu tun hat. Was sehr eine schöne Arbeit ist, auch dass man mal wieder etwas von Hand macht. Und ja, und dass man auch sieht, was man am Tag gemacht hat. Macht es für Sie speziell, dass es gerade in St. Gallen ist, wo ja eine Textilgeschichte und Vergangenheit hatte? Ja, weil ich bin auch hier in St. Gallen aufgewachsen und ja. Herzlichen Dank, Frau Rösch. Und in dem Fall alles Gute weiterhin und viel Erfolg. Ja, danke.